Ja, Florian, es wird tatsächlich eine spektakuläre Etappe am Sonntag. Roubaix, wie schätzt du es ein bei der Trockenheit, bei den Temperaturen? Es ist immer spektakulär. Meiner Meinung nach, ganz privat jetzt gesprochen, 2-3 Sektoren hätte man ruhig einbauen können. Das wird ein bisschen für Spannung sorgen. Aber so viele Sektoren, ich glaube über 20, 21 Kilometer, das ist zu viel. Wir dürfen ja nicht vergessen, Paris-Roubaix, da unterschreibt nur der, der dahin will. Der fährt dort auch. Jetzt, in 2 Tagen, muss jeder, der die Tour de France fahren will, auch Roubaix fahren. Das will nicht jeder. Nairo Quintana, die wiegt 55 Kilo. Was will denn der da? Das ist, finde ich, ein bisschen zu viel. Zumal wir auch aus erster Hand gehört haben, dass speziell der erste Sektor wird ganz, ganz haarig. Die kommen da mit Rückenwind leicht bergrund, da kommen die da angesemmelt. Dann geht es von 3 Spuren auf ein einspuriges Pflasterstück. Rechts steht ein großes Haus, links ist ein riesiger Straßengraben. Das heißt, da kann auch keiner ausweichen. Das geht nie im Leben gut. Nie im Leben geht das gut. Da kommen nie im Leben alle 170 Fahrer heile durch. Und das finde ich schon fast grob fahrlässig, das so zu organisieren. Die Tour hat ja die völlige Freiheit der Organisation. Und dann können die auch sagen, komm, lass uns ein Stück wählen, wo es ein bisschen berghoch geht. Oder es ein bisschen breiter ist, dass man erstmal eine Vorselektion hat und nicht sofort auf dieses potenzielle Sturzrisiko drauf hinzusteuern. Wenn man sich das anschaut, man weiß, es rüttelt über die Kopfsteinpflaster. Aber sag mal aus deiner Erfahrung, wie ist es wirklich, da drüber zu fahren? Es ist einfach unvorstellbar. Ich habe das 2-mal mitgemacht, Roubaix, beide Male im Regen. Ich weiß, meine erste, also als wir die Strecke abgefahren haben, da war ich noch sozusagen im ersten Jahr so als Neopro. Und dann fahren wir auf die Strecke rauf und nach 3-4 Metern sage ich zu denen, ey, ihr verarscht mich doch, oder? Ich bin der dumme Neoprofi, da nie im Leben fahren wir Radrennen. Die, doch Jens, ich schwöre, wir fahren in 3 Tagen, fahren wir Radrennen. Und tatsächlich 3 Tage später fahren wir über dieses Stück. Also man kann es sich gar nicht vorstellen. Das sieht ihr im Fernsehen, weil die so schnell fahren. Das sieht einfach so viel leichter aus, als es in Wirklichkeit ist. Es ist wirklich unvorstellbar. Also so dieser alte Radfahrerspruch, die Pflastersteine ersetzen die Berge, stimmt tatsächlich. Das wird so hart, das zieht dir so die Energie aus den Beinen. Und wenn du einmal langsam bist, aus dem Rhythmus kommst, dann gibt es eigentlich keine Rettung mehr für dich. Also da werden einige ihre Tour de France-Träume begraben dürfen. Also spannende Geschichte. Zum Glück gibt es am Montag dann einen Ruhetag. Zurück wieder zu dir, Florian.